Hallo, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu den Peter Boys mit Nerdy und Wolli. Wolli. Und Ricky. Und Ricky. Und Ricky, you. Meine Lieben, ganz kurz, bevor wir mit der Folge anfangen, es gibt die erste offizielle und Patreon-exklusive Folge ist draußen. Ebenfalls mit Nerd Over News. Ja. Wenn ihr es also unterstützen möchtet, es gibt viele neue Tiers. Zum Beispiel könnt ihr Sprachnachrichten einschicken, die wir hier im Podcast abspielen. Das könnt ihr alles machen. Unten Link in der Videobeschreibung auf YouTube. Ansonsten patreon.com/PeteBoys. Okay. Werbung Ende. Das ist patreon.com/PeteBoys. Patreon.com/PeteBoys. Dazu habe ich eine Verständnisfrage. Als allererstes möchte ich jetzt aber erstmal gebührend den Gast empfangen. Das haben wir nämlich beim letzten Mal nicht entsprechend gemacht. Nerdy, möchtest du erstmal ein paar Worte an die Zuschauerschaft richten in eigener Sache? Warum sollte man bei dir reinschauen? Vielen Dank, dass du essend dazwischen quatscht. Aber ja, in eigener Sache. Ich habe einen Käse-Schinken-Croissant. In eigener Sache, wir haben auch einen Podcast, Gespräche vor der Nerdwand, schaltet ein. Und ich habe einen YouTube-Kanal Nerd Over News. Und jetzt können wir loslegen, würde ich sagen. Sehr schön. Aber das muss auch gesagt werden, denn es ist beides sehr gut. Ne? Muss man auch sagen. Dankeschön. Gut. Und wir haben jetzt auch patreon.com/nerdovernews. So, jetzt aber. Das ist auch wichtig. Aber da kann man keine Frage machen. So, erstmal, Ricky, das ist ja erstmal, bevor wir hier zum Thema kommen, wie schmeckt dir das Käse-Croissant? Ist scheiße. Das hat von meinem Bäcker. Was kaufst du auch bei deinem Bäcker? Selber schuld. Echt? Wir haben. Ich hoffe, du hast es geklaut, hoffe ich. Ich bekomme 40% Rabatt. Plus. Das ist immer noch viel zu teuer. Wir haben von unserem Chef haben wir 10 Euro Gutschein gekriegt. Nee. Doch. Dafür, dass wir das bisschen nett sind, da arbeiten. Da habe ich gesagt, ja gut, dann hol mir halt eins. Wie viele Mitarbeiter seid ihr da? 5. Ja, da hat er sich ja aber verausgabt. Da hat er sich aber in Unkosten gestürzt, der Chef. Es ist ja eine Kette, das hat ja jeder gekriegt. Jeder von dieser Kette hat es so. Ja wahrscheinlich gekriegt. So. Weißt du, was mein Bruder kriegt? Der arbeitet ja auch noch für die Gesellschaft komplett. Und zwar ist er dafür verantwortlich, dass die Müllermilch und so im Laden steht. Geil. Bei Famila. Und die kriegen jetzt für jede Stunde, die extra machen, 10 Euro auf eine Karte, von der die entweder tanken können oder bei Famila einkaufen. Krass. Das finde ich okay. Das finde ich gar nicht so schlecht. Also pro Stunde finde ich das echt okay. Ja, da kann man eigentlich nicht meckern. Also zum Gehalt, ne? Ist erstens mal steuerfrei, glaube ich. Ne? Richtig. Und Benzin ist auch gerade mega günstig. Also da kannst du schon gut hamstern, ey. Schön die Tanke leer saufen. Das ist auch in Ordnung. Aber ich weiß gar nicht, ob man das darf. Das ist dann halt die andere Frage. Ich glaube, das darfst du nicht. Man darf nur so eine gewisse Menge auch auf einen Schlag in so einen Kanister füllen und mitnehmen. Ja, wahrscheinlich, weil wenn dann irgendwann der Keller abbrennt und du hast da irgendwie 50 Kanister im Keller stehen, blöd. Ja, dann wäre scheiße, ne? Ja. Wäre ein bisschen scheiße. Aber Leute, ihr werdet überrascht sein, wahrscheinlich aber auch nicht, weil es im Titel steht. Wir haben heute ein Thema. Und zwar Videospiele. Ich wollte noch gerade was im Tanken sagen. Dann sag noch schnell was zum Thema. Das ist auch ein Thema. Ich bin jetzt endlich mal überlegen, mir einen Kanister zu holen, das hinten bei mir reinzustellen ins Auto. So ein Safety-Kanister? Ja. Weil du zu dämlich bist, rechtzeitig zu tanken? Ja. Du bist nicht schon liegen geblieben. Nein. Also mein Cousin damals, wo der seinen ersten Wagen hatte, den mussten wir, glaube ich, 5-mal oder so Benzin vorbeibringen. Alter, ernsthaft? Weil er den einfach hat leer laufen lassen. Oh mein Gott, also sorry, aber hat der keine Tankanzeige oder war... Ich verstehe es auch nicht, Nerdy. Also das ist mir tatsächlich noch nie passiert. In meiner langjährigen Laufbahn noch nicht passiert. Ich habe halt Angst, dass das mal passiert, dass du irgendwie mit dem Stau stehst oder so, weil man zack, ne, hast du nur noch... Ja, im Stau verbrauchst du ja nicht viel und du lässt den ja... Ich gebe dir einen Tipp, Ricky. Lass ihn einfach nicht so leer laufen, dass es rot wird. Richtig. Dann hast du auch keine Angst. Ja, dann kann dir eigentlich nichts passieren. Ja, das ist halt... Sagst du so, wenn du kein Geld hast? Du bist wahrscheinlich auch so jemand, der immer nur für 10 Euro tankt, ne? Wie mein Bruder, der tankt immer nur für 10 Euro. Wenn ich hier... Also für 10. Ich habe gestern für 20 getankt. Ja, 20, das ist so das Ding. Das habe ich auch mal gemacht. Immer für einen schönen, schönen 20er. Ich mach das voll. Aber das war ja noch zu Zeiten der D-Mark, ne? Da habe ich ja noch richtig Tank bekommen. Ich mach das. Das Ding ist, so, wenn ich 20 Euro reintanke, ich bin auf Reserve, ist mein Auto halb voll. Ich kann nicht mit einem halb vollen Tank. Ich mag das, wenn alle Streifen da unten voll sind. Ich bin da. Ja, wieder hier die Reichen, ne? Die Reichen, die Reichen, muss, Alter. Muss der Tank ganz voll sein. Ich drehe durch. Jetzt stell dir mal vor, der Wagen wird geklaut. Und dann hat er einen vollen Tank. Ich glaube, der hat einen voller Tank drin. Überleg dir das mal. Das ist ja ein wirtschaftlicher Totalschaden. Dann reiche ich bei der Versicherung
den Tankbeleg mit ein. Was hältst du davon? Das heißt, natürlich ist die reiche Fotze, hat er wieder Vollkasko, ist ja klar. Logisch. Das ist ein Leasingfahrzeug, ich brauche Vollkasko. Ja, ist ja auch gut, ist auch nur Spaß. Ah. Der Nerdy, ne? Da seht ihr, wo Steady-Geld hingeht. Ja, um am Ende des Jahres auch noch und Steuern zu sparen. Ja, weil ein normales Auto ist in der Selbstständigkeit teurer als ein Leasingwagen. Vorausgesetzt, du fährst nicht, wie einige hier vielleicht, das Ding alle 2 Minuten gegen irgendeinen Bordstein oder so, dann ist so ein Wagen durchaus günstiger. Was soll das heißen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich nehme mich da nicht raus, mein erstes Auto hat auch stark gelitten. Ah, ich sag mal so, die Felgen, Alter, vermackelte Felgen sind einfach so, das ist, gehört dazu. Nein, überhaupt nicht. Oh, voll schnell. Das also geht halt schon also schnell. Ich habe halt bisher nur einmal mein Ding ins Kaputt gemacht, also meine Radkappe. Die gute Radkappe. Ist ja egal. Scheiß auf die Radkappe. Das ist 2,50 ja. Bei Pizza. Ich habe übrigens, gestern mit der Führerscheinstelle telefoniert. Oha. Ja, und? Was? Geht's denen gut? Ja. Nein, das Ding ist, ich habe einen Führerschein, der läuft am 9.4. ab. Und momentan haben die Fahrschulen ja zu. Und ich kriege meinen richtigen Führerschein eigentlich erst, wenn ich meinen BE-Führerschein bestanden habe, also den mit Anhänger. Ah. Hm. Ja, kacke. Ja. Dann habe ich da angerufen, wie sieht es denn aus, so? Kann ich den verlängern lassen oder so? Ja, nee, wir schicken ihn einfach jetzt ihren richtigen zu und wenn sie dann die BE bestanden haben, dann machen wir einfach mit darauf. Ich so, okay, cool. Jetzt hoffe ich einfach, dass sie, weil der Antrag ja auf BE ist, einfach mir einen BE-Führerschein schicken und ich einfach nicht mehr machen muss. Manchmal hat man so viel Glück im Leben. Ja, ist so. Das kann, ist halt wirklich. Jetzt hoffe ich einfach, dass einfach schon BE draufsteht frage ich, ne? Gespart. Also. Sparen! Davon kaufst du mir einen neuen Computer? Nee. Mit dem Geld, das ist Spaß. Nee. Muss man selber erstmal einkaufen. Apropos neuen Computer, ich baue heute einen neuen Computer. Wo habe ich denn einen guten Computer? Mein Computer schafft gar nichts. Ja, der Nerdy, ne? Ich wollte schon dir anders. Aber hier, der hat einen anderen reiche Typ. Der andere reiche Typ hat bei mir einen PC. Wo ich mich frage, wie kann der so reich sein und sich einen neuen Computer leisten, Alter? Verstehe ich nicht. Es ist mir ein Rätsel. Tja, kannst du mal sehen. Vielleicht wirtschaftet der einfach anders. Meine, wenn der jeden Tag nur eine 5-Minuten-Terrine ist, oder? Na, wobei. Und er trinkt ja nur Leitungswasser. Also da spart er bestimmt ne? eine Menge. Also. Ja, nur Leitungswasser und mag ja auch nur Pfannkuchen, die er sich selber macht, ne? Ja, also. Rakel? Richtig. Ich wusste direkt, wie du meintest, nur weil er nichts isst. Der kann sich einen neuen Computer leisten, Ricky. Kannst du das vorstellen? Naja, der hat ja auch wahrscheinlich Donation Goals, ne? Ja, genau. Eklig. Ja. So, also wir hatten wohl noch ein Thema vorbereitet heute. Ja, genau, wir haben ein Thema. Oh mein Gott, wir haben ein Thema. Geil. Und zwar ist das Thema 3 Spiele für die Quarantäne. Und das mache ich nicht ganz uneigennützig, Freunde, weil da will ich an dieser Stelle gleich direkt eine Werbung raushauen. Ah, mega gut, ne? Oha. Und zwar habe ich mir überlegt... Auf dem Follow- und Krone-Kanal, auf den ihr mein Format geklaut habt. Nein, halt die Klappe. Es geht um meinen Twitch-Kanal. twitch.tv/wollo.u. Da habe ich nämlich vor, ab nächste Woche... innerhalb von 2 Wochen 20 Videospiele komplett durchzuspielen. Was? Und jetzt denkt ihr euch, ja, das ist dann ja klar, Mario Land 1, Mario Land 2, Mario Bros. Mario 64 70er, Mario 64 120er, Mario Randomizer. Es ist auf meiner Liste, ist nicht ein einziges Super Mario Spiel. Okay. Jetzt fragt ihr euch, gibt's denn dann überhaupt 20 Videospiele? Ja. Sind alles richtig verrückte Spiele, werdet ihr aber im Laufe der Woche dann noch rausfinden. Ist auch ein Spielfall, was mir gefallen könnte? Bestimmt. Voll viel. Batman zum Beispiel. Bist du dir da sicher? Also, ich hab noch 6 Spiele auf der Liste nach Oktober letztes Jahr. Leute, ich bin ein Tier. Ich werde in den 2 Wochen wie ein Tier rausballern, die Spiele. Und sie durchspielen. Da ist auch das Pokémon Diamant ist dabei. Und wahrscheinlich Resident Evil 3. Resident Evil 3 Remake ist natürlich dabei, richtig. Wollen wir Pokémon Diamanten Race machen? Ich kenne das halt überhaupt nicht. Also ich muss es halt lesen und so. Ach so, okay. Damit ich weiß, wo ich hin muss. Das ist ja langweilig. Ja, deswegen. Also mit dem Race, glaube ich, ein bisschen schwierig. Dann mache ich Generation 1, weil die habe ich nie gespielt. Oder Generation 2, die habe ich auch nie gespielt. Gar nicht. Und was ich auch auf der Liste habe, sind Sachen wie Dino Crisis, oha. F-Zero GX, Spider-Man. Dino Crisis würde ich mir angucken, ey.
geil. Tony Hawk's Pro Skater 2. Das ist ein geiles Game. Geiles Game, ne? So, aber das ist nur mal so jetzt nebenbei auch schon mal. Aber deswegen kam ich auf die Idee, weil vielleicht habt ihr ja noch, nennt ihr mir gleich gute Spiele, wo ich mir denke, ey, das könnte ich auch noch mit reinnehmen. Vor allem das Ding ist so, ich dachte, du redest jetzt vom Wall & Corner Kanal, wo ihr einfach ein Format von mir geklaut habt. Welches Format von dir hätten wir denn in dem Fall Spiele gestohlen? Spiele war unsere Idee. Ach so, ja, aber das machen wir ja lange nicht mehr. Ja, aber es war trotzdem unsere Idee. Ja. Ja, ist ja egal. So, jetzt labern wir hier seit 11 Minuten und wir haben noch kein einziges Also, Wollo hat ein paar Spiele genannt. Ja, das ist ja noch nicht schlimm. Ist doch auch nicht schlimm. Also, pass auf, fange ich einfach mal an. Ich nehme einfach mal das Obviously oben raus. Sonic Adventure 2, wegen Schaugarten. Du kannst dich mit dem Schaugarten einfach so lange beschäftigen, wenn du mit dem Spiel Spaß hast. Nein, kannst du nicht. Das ist arschlangweilig. Maul. Oh mein Gott. Ich sag auch nicht, dass deine Spiele arschlangweilig sind. Also, erzähl doch erstmal, was man da machen kann, Ricky. Also, und zwar gibt es einmal Sonic Adventure 2. Das ganze Spiel hat erstmal 180 Embleme. Du kannst zum Beispiel das auf 100% spielen und hast dann zum Beispiel auch die Green Hill Zone frei. Das ganze Spiel besteht aus drei Spielmechaniken eigentlich. Die Action-Games, oder die Action-Level, was eigentlich die besten Level sind, die Shooter-Level und die Treasure-Hunt-Levels. Und du hast zwei Stories, einmal die Hero und einmal die Dark-Story und kannst diese durchspielen. Und nebenbei kannst du halt noch den Schaugarten benutzen, müssen wir Schaus züchten. Das ist quasi ein bisschen wie Tamagotchi, nur ist das verdammt süß, verdammt cool und ich feiere es total und würde das empfehlen, für Leute, die es noch nicht gemacht haben. Das würde ich in der Quarantänezeit zu spielen. Okay. Ich nicht. Aber war das nicht mit dem Schaugarten, das sogar auf dem Dreamcast, was du da extra mit diesem Memory-Modul benutzen konntest, irgendwie? Zum Beispiel, du kannst da dein Schau mitnehmen, tatsächlich. Der war dann ein kleines Tamagotchi. Ja. Und auf dem Gamecube konntest du halt das auf den Game Boy Advance laden. Ach. Und dann den Tiny-Schaugarten haben. Cool. Ja, coole deswegen Idee. Deswegen verstehe ich bis heute noch nicht, Sega, macht eine verfickte Tiny-Schaugarten-App. Die wird laufen wie Sau. Nein, ich glaube nicht, dass das wirklich viele Leute interessiert. Doch. Es ist ja genauso, könntest du auch sagen, ja, hier, die Leute von Tamagotchi, warum bringen die nicht mal ein neues Spiel raus? Weil es keinen Menschen interessiert. Das war ein Hype. Das ist so das Ding. Das war ein klassischer Hype, die Tamagotchis, glaube ich. Die sind mittlerweile. Die Nintendo hat doch vor kurzem nochmal welche gebracht, irgendwie, glaube ich. Ja, die Tamagotchis waren damals und in Rikis Zeit gab es halt keine Tamagotchis, da waren es dann die Charos. Nur, dass die Leute, die damals ein Tamagotchi hatten, so wie ich, die sind irgendwann drüber hinweggekommen, weißt du? Mhm. Aber die Leute wie Ricky, die damals den Charo-Garten gespielt haben, die sind halt komplett hängen geblieben. Also komplett hängen geblieben. Ich frage, wie kann das? Ich meine, ich hab ja Sonic Adventure 2 auch gespielt. Und damals, als ich ein Kind war, nein, das will ich jetzt erzählen. Damals, als ich ein Kind war, oder war ich 14, 13, so, da war ich auch der Meinung, boah, das ist das coolste Spiel der Welt, weil, ja klar, Sonic und so, für einen 13-, 14-Jährigen sind Sonic und Shadow schon arschgeile, coole Typen. Aber irgendwann wird man doch mal älter, da merkt man es dann doch, dass es doch eigentlich gar nicht so krass ist. Es geht doch auch nicht darum, dass das Spiel jetzt so sonderlich gut ist, sondern einfach nur, dass das in diesem Sinne ich einfach nur empfehlen würde. Dazu, lieber nice Chat Content. Oder liebe Zuschauer, merkt ihr mal wieder, wie ich ganz normal versuche und einfach nur ganz nett eine Konversation führe und wollte einfach wieder alles schlecht. Ja, aber das will doch keiner hören, Ricky. Nur mich niedermacht die ganze Zeit. Die wollen das doch auch hören, dass wir da... Merkt ihr das wieder? Dafür kriegt ihr euer Patreon-Geld. Wie nett ich eigentlich bin. Wie nett ich bin. Und ich sag mal, Wollo, ja, das Spiel kenne ich nicht, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen, ist okay, ist bestimmt ein gutes Spiel. Ja, aber ich kenne das Spiel ja. Und dann auf einmal so, ja, nee, dein Scheiß hier, nur weil du das gut findest. Verbitterter alter Wollo. Das ist unser Konzept, Bruder. Dass du verbittert und alt bist und ja, ich einfach nur nett. Das Konzept ja nicht über den Haufen werfen hier. So, Nerdy, möchtest du als erstes ein Spiel nennen oder soll ich? Leg mal vor. Ich stehe auch ein bisschen auf dem Schlauch, muss ich sagen. Ich nehme jetzt erstmal ein Spiel, wo ich auch der Meinung bin, das hat für mich so ein bisschen unendlich viel Content und kann man halt immer und immer wieder spielen. Und das wäre Game Dev Tycoon. Ja, das ist ein gutes Spiel. Kann man nichts gegen sagen. Also ich erkläre mal ganz kurz, falls es irgendjemand nicht kennt. Nerdy, kennst du das eigentlich? Ich habe es dich noch nie spielen sehen. Nee, ich habe es mal 20 Minuten bei dir zugeguckt, glaube ich. Und warst nicht begeistert? Doch, bestimmt könnte mich das auch interessieren, weil ich ja diese, in Anführungszeichen, Aufbauspiele, die so ein bisschen, naja, beschränkter sind, also die nicht so mega komplex werden am Ende, die mag ich ja mehr als zum Beispiel in Anno 1800, wo du dann irgendwie Warnketten von 8 Stationen hast am Ende oder so. Ja, das, genau. Das kann ich, da bin ich mich bei dir. So, ich erkläre das Spiel einmal ganz kurz. Und zwar ist es so, dass man einen Videospielentwickler spielt, der von der Anfangszeit der Videospiele bis hin
zu der Neuzeit dann geht, im besten Falle, außer man stirbt und geht pleite. Das Ganze ist ein bisschen beschränkter, man hat halt nur wenig Möglichkeiten, also man sucht das Genre aus, das Thema, den Namen, auf welcher Konsole du das rausbringst, da siehst du halt noch so ein bisschen, wie viel da gerade die Zielgruppe ist, was das kostet, auf der Konsole zu releasen und so weiter. Und dann kannst du noch ein paar Reglern drehen, immer an drei verschiedenen, Sound, Grafik, Gameplay und so weiter und so fort. Und entscheidest halt, wie viel Zeit da reingesteckt wird. Und das sollte dann immer zum jeweilig gewählten Genre passen. Und der spaßige Teil ist dann, wenn du das Spiel rausbringst und der Random Number Generator angeht und dir irgendeine Wertung raushaut, die absolut mit nichts irgendwas zu tun hat, gefühlt. Bin da immer noch von überzeugt, dass es wirklich völlig egal ist, was du da machst. Am Ende wird gewürfelt und du kriegst halt eine Wertung. Und dann guckst du, ob die Verkaufszahlen halt laufen. So, das klingt jetzt banal und so, aber ich habe damit schon mehrfach Nächte durchgemacht. Also wirklich, wenn ich damit anfange zu spielen, kann ich da auch einfach dann die ganze Nacht nicht aufhören, bis ich halt entweder Game Over gehe oder das Spiel halt sozusagen durchgespielt ist. So, dazu muss man sagen, das Spiel gibt es sowohl fürs Handy als auch für PC. Und am Handy ist es sogar immer noch ein bisschen moderner und noch geupdatet. Da gibt es noch neue Spiele, neue Genres etc. Echt? Das sollte ich vielleicht echt mal auf dem Handy spielen. Ja. Das ist ja krass. Ja, das Ding ist, ich hab in diesem Spiel halt auch mittlerweile schon über 50 Spielstunden. Was für meine Verhältnisse halt sehr, sehr viel ist. Das stimmt. Das muss man halt sagen. Da habe ich eine Menge private Stunden reingesteckt. Habe auch schon 3 Staffeln als Let's Play. Schon mehrfach gestreamt. Ist halt einfach ein gar wunderschönes Spiel. Und hat er mal gegen Maeve verloren. Ans Herz legen. Ist auch sehr günstig. Hat er mal gegen Maeve verloren in einem Race. Ja. Geraced haben wir das auch schon. Ja, dann fange ich einfach mal an. Also ich würde jetzt normalerweise sagen, an dieser Stelle, als allererste Stelle Theme Hospital. Aber da es für die meisten wahrscheinlich schon so ein bisschen altbacken wirkt, auch wenn es da mittlerweile schon eine gute Mod gibt. Es gibt ja mittlerweile den offiziellen Nachfolger Two Point Hospital. Habe ich noch nie gespielt. Theme Hospital ist super. Ja. Und das andere habe ich noch nicht gespielt, aber glaube ich, ist auch gut. Ja, Two Point Hospital ist halt alles nochmal mit mehr. Und mittlerweile haben sie auch die deutsche Sprachausgabe nachgepatcht. Also am Anfang war es ja nur Englisch und es gibt auch schon 3 DLCs oder so dafür. Also man hat da auf jeden Fall mehrere hundert Stunden Spielspaß. Und die Entwickler, die sind da auch hinterher. Das sind ja die Originalentwickler vom Theme Hospital damals. Und die lassen sich halt wirklich immer wieder neue Sachen einfallen. Also wer es ein bisschen niedriger mag, kann Theme Hospital spielen. Das hat man relativ schnell durch. Das sind irgendwie 12 Krankenhäuser oder 12 Stationen oder sowas. Aber Two Point Hospital, meines Erachtens nach, setzt da nochmal ein ganz großes Ding drauf. Das Einzige, was ich jetzt sagen würde, was ich vermisse, ist, dass es mehrere Stockwerke gibt. Also die Krankenhäuser finden nur auf einer Etage statt. Aber dadurch ist es vielleicht auch nicht so ein Komplexitätsmonster. Es ist schon komplexer als Theme Hospital. Aber das wäre so das Erste, was mir jetzt so einfallen würde. Ich glaube, das könnte ich stundenlang. Also wenn man sich da richtig reinfuchst und die Leute dann so nach und nach ausbildet und so. Also das ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Das kann man auf jeden Fall empfehlen. Und es ist auch gar nicht mehr so teuer auf Steam. Ich glaube, das kostet mittlerweile 20 oder 25 Euro. Vorausgesetzt, wir haben auch Internet in der Quarantänezeit. Ich gehe davon aus, ne? Weil wir ja gerade auch Internet haben. Ja, es sollte sich jetzt hier, also du bist einfach nur zu Hause. Ne? Okay. Ja, genau. Aber hast zu Hause alle Möglichkeiten. Genau. Also, ja. Dann auf jeden Fall Two Point Hospital ist ein wirklich sehr schön gemachtes Remake oder beziehungsweise eigentlich ja schon der Nachfolger. Und auf jeden Fall, das ist meine Empfehlung. Nice. Ja. Finde ich auch ein gutes Spiel. Ja. Hast du noch ein Spiel, Ricky? Ricky steht nicht so auf Aufbauspiele, offensichtlich. Doch, tatsächlich. Also ich also, steht da halt voll drauf. Es ist halt so ein Ding, wo ich auch sage, das würde ich mir ganz gerne kaufen. Es gibt tatsächlich so ein paar mehr Spiele, die ich so vorschlagen würde. So. Ich kann mich nicht entscheiden. GTA-P. Macht einfach GTA-P. Nein. Ich warte die ganze Zeit drauf, dass GTA kommt. Nee, was ich, glaube ich, empfehlen kann, ist schwierig. Es gibt so viele gute Sachen, die man in dieser Zeit machen kann. Es kommt darauf an, was man eher mag und so. Als ob ihr alle so viel habt, Alter. Ich versuche mir hier gerade krampfhaft was aus den Fingern zu sagen. Wer sagt, dass wir so viele haben? Was ich zum Beispiel sagen kann, ist, was ich persönlich sehr gut finde, gerade zu dieser Zeit, so gerade auch um ein bisschen so
wenn man auf sowas steht, wie ich zum Beispiel, Virtual Rides 3 oder generell Virtual Rides. Was? Was ist das? Virtual Rides, das ist quasi ein Simulator, ein Jahrmarkt-Simulator, wo du dann die Geschäfte selber ummodeln kannst, Farbe ändern Virtual, kannst. Wie schreibt man das? Virtual also Rides. Riots, so? Nein, Rides. Da, Virtual Rides, ich hab's reingeschrieben. Rides! Rides! Virtual Rides! Rides! Virtuell Rides. Und dann kannst du halt wirklich auch so, dann sitzt, kannst du halt Teil auch dahinter 3, stehen. Teil 3 oder was ist das? Ja, ich hab zum Beispiel Teil 3. Und dann kannst du zum Beispiel wirklich im Dingens sitzen und kannst dann da an den Steuerknöpfen rumstellen und so weiter. Gerade ich als Schauspielerkind mache das sehr gerne, ne? So nebenbei mal ist das ganz cool. Du kannst halt wirklich mit dem Licht arbeiten und kannst alles einstellen, kannst die Kreuze einzeln einstellen, wie die sich bewegen, wie die fahren, Schnelligkeit von jeweiligen Dingen, Blitzlicht einstellen, die Farben des Lichtes ändern, den Namen des Geschäftes ändern, etc. Ist ganz cool. Und wenn man auf sowas steht und sowas mag und sich auch sowas reinfuchsen möchte, so ein bisschen, Alter, kann ich das nur empfehlen. Ist das nicht? Ist halt ein bisschen komplexer. Es ist halt wirklich ein bisschen komplexer. Das ist das Verrückteste, was ich jemals gesehen habe. Es ist halt tatsächlich einfach wirklich, also ich gucke mir das ja gerade an, es ist halt tatsächlich wirklich, du bist in dieser Box, wo die Karten verkauft werden. Ja. Und du stellst dann wirklich die Lichter und die Fahrgeschwindigkeit und so ein. Mhm. Und dann läuft das Karussell. Richtig. Das ist aber wirklich für eine sehr spezielle Zielgruppe, ne? Natürlich. Also wirklich. Der Preis ist auch interessant, wenn man den auf Steam kaufen will. Also ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, Two Point Hospital kostet immer noch 34,99 direkt auf Steam. Also, ja, die dürfen auch, glaube ich, nicht zu billig werden, das ist jetzt auch auf Switch und so rausgekommen und da kostet es ja komplett Vollpreis. Ja, aber. Ich sehe auch gerade, es gibt auch viele Workshop-Sachen. Ich glaube, ich werde mir dann ein paar Sachen mal im Workshop runterladen oder sowas. Sieht eigentlich verdammt gut aus. Wieso machst du nicht Kirmes, Ricky, und dann Virtual Rides 3? Habe ich doch den. Ah, mach ich doch öfters mal abends. Krieg ich nie mit? Ja, weil du nie guckst. Ja, änder das mal. Hol mich mal ab. Also, das Spiel kostet 24,99 und dann gibt es noch 4 DLCs für jeweils 4,99. Einmal die Bounce Machine. Einmal der Roundtrip, einmal die Salsa und einmal Falcon. Aber wenn das eine Steam-Anbindung hat für von der Community gemachte Sachen, ich glaube, dann ist das relativ unnötig, ey. Hm. Naja, aber ist ja mal was anderes. Also wenn du das wirklich, wenn sich das wirklich mal spezialisiert auf die Maschinen, finde ich das eigentlich auch mal ganz interessant. Weil es gibt ja schon 1000 Sachen, wo wir schon Vergnügungsparks aufbauen können. Hm. Ist mal was anderes. Naja, das ist halt komplett was anderes, ne? So ein Theme Park und so. Erscheint mir da aber auch massenmarkttauglicher. Direkt. Na klar, aber das ist trotzdem ganz cool, wie gesagt. Das ja, halt, glaube ich dir. Ja. Das kann man halt gerade, so wie ich, ne? Muss man halt mögen. Okay. Verrücktes Videospiel. Dann komme ich jetzt mal mit einem nicht so verrückten Videospiel um die Ecke. Und zwar liebe ich ja Rennspiele. Das ist ja so eine. Ich weiß gar nicht, ob das die Leute nachvollziehen können, aber irgendwie stehe ich da voll drauf. Und ganz besonders angetan hat es mir die PlayStation 3-Serie MotorStorm. Ist euch das ein Begriff? Ja, ja, das war das, wo sie am Anfang rumgefaked haben mit einer Tech-Demo. Richtig. Aber auch das originale MotorStorm, das am Ende rausgekommen ist, sieht sehr, sehr gut aus. So, das ist jetzt nicht so, als wenn das wirklich hässlich wäre. Und zwar ist das so ein Spiel, das so ein bisschen, also je nachdem, welchen Teil du spielst, wir gehen jetzt mal von Teil 1 aus, da ist das so ein bisschen, ja, Rallye-mäßiger angehaucht. Das Ganze spielt in einer Wüstenumgebung. Und man kann halt auf den verschiedenen Strecken mit ganz verschiedenen Fahrzeugen von Motorrad über Buggy, über Rallye-Auto bis hin zum LKW fahren. Und dann fahren auch wirklich 16 Fahrzeuge gleichzeitig, die alle verschieden sind. Und es gibt auch ganz viele verschiedene Wege, die man da nehmen kann und die dann auch jeweils für das entsprechende Fahrzeug besser geeignet sind. Ein Turbosystem. Was vor allen Dingen gut an diesem Spiel ist, es ist Bock. Fucking saumäßig scheißschwer. Ernsthaft? Es war mir bisher in meinem Leben noch nicht möglich, dieses Videospiel durchzuspielen. Keine fucking Chance, dieses Spiel durchzuspielen. Also wirklich keine. Und wenn ich dann wirklich in die Quarantäne gehen würde, hätte ich die Zeit und die Muße, ich konnte ohne Ende, weil ich das halt 8 Millionen Mal versuchen kann. Und ich bin ja Gott sei Dank, oder was heißt Gott sei Dank, weiß ich nicht, ob das ein Gott sei Dank Ding ist,
Das ist so eine Sache, damit kann ich kann halt unfassbar gut gewisse Sachen immer und immer wieder machen. Das ist mir scheißegal. Das hab ich früh gelernt mit dem Wichsen. Konnte ich immer und immer wieder. Und so ist es in Videospielen auch. Ich kann die ein und dieselbe Stelle, kann ich auch 8 Milliarden Mal versuchen, ohne dass mir langweilig wird. Ich auch. Da bin ich absolut bei dir. Ja, ja. Also ich kann auch. Das ist halt so ein, genau wie bei den Mario Maker Leveln oder so. Wenn da so ein sauschweres Level ist, solange das halt nicht sauschwer ist, weil es einfach nur dumm gemacht ist, dann regt es mich natürlich auf. Aber weil es einfach sauschwer ist und trotzdem cool, dann kann ich damit 10 Stunden verbringen. Das ist für mich gar kein Problem. Das wird mir nicht langweilig. Absolut. Ich liebe sowas. Und deswegen wäre Motorstorm, ne, aus der Mischung heraus, dass ich diese Rennspiele sehr mag und Motorstorm sowieso. Und die Tatsache, dass ich das halt dann 80.000 Mal versuchen darf. Mega nice. Bitte immer her damit in der Quarantäne. Ja, also hast du dir denn schon mal Leute angeguckt, die es durchgespielt haben? Oder ist das eher so? Das Ding ist, du findest auf YouTube, es gibt kein Let's Play, das dieses Spiel beendet hat. Als ob. Gibt es nicht. Es gibt generell nur 3, 4 Let's Plays. 2 davon sind von mir, die nicht beendet sind, weil ich es nicht geschafft habe. Und noch ein anderer Deutscher, der es nicht beendet hat. Und dann irgendwie noch so irgendwas auf 240p, aber das habe ich mir noch nie richtig angesehen. Aber ich glaube, der schafft es auch nicht. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, jetzt bin ich natürlich überlegen, aber du hast es gerade schon angesprochen. Also, was natürlich in der Quarantäne auf jeden Fall nicht fehlen dürfte, ist, auch wenn es leider ein bisschen enttäuschend war, aber definitiv Mario Maker 2. Weil, ja, du hast viel Scheiße dabei, aber du hast halt auch viele gute Sachen dabei. Also gerade am Anfang, definitiv, wo das gestartet ist, das Spiel, haben die Leute so gute Level eingeschickt. Und es gibt halt so mehrere Sachen, die man da angehen kann. Man kann ja zum Beispiel auch den Hard-Modus oder diese Random-Level da machen. Und die sind halt nicht im Hard-Modus, weil die Level so gut konstruiert sind, dass sie so schwer sind. So, was du gerade gesagt hast, ne, wo man sich ewig reinfuchsen kann und dann so Stück und Stück nach vorne kommt. Sondern die sind halt hart, weil irgendein Idiot während des Start des Levels direkt über dir so einen Block da platziert, der dann auf dich runterfällt. Und so eine Sache. Und das ist halt so ein Punkt, der mich aufregt. Also davon kann ich nur abraten. Aber wenn man in die Charts guckt oder auch selber Level baut, ey, da kannst du ja, also wenn ich dafür mal Zeit hätte, so ein Level zu bauen, dauert ja ewig. Ich glaube, wir haben 2 Level gebaut oder so. Und die haben schon lange gedauert, die waren halt noch nicht mal besonders gut. Und das ist halt wirklich hart, aber es gibt da so kreative Leute und die sich da ausleben mit den Gegebenheiten. Das Einzige, was halt ein bisschen schade ist, die Updates von Nintendo bleiben aus, also das heißt, allein mit dem Zelda-Update haben die ja so viel neuen Content dazu gebracht, aber die bleiben einfach gefühlt nicht dran an dem Spiel, weil wahrscheinlich die Verkaufszahlen enttäuschend sind für Nintendo. Die sind jetzt bei, sind sie auch tatsächlich, 3,5 ne? Millionen Stück oder so. So, wenn man bedenkt, wie Mario Maker 1 lief auf der Wii U, ja, dann ist das echt richtig schwach. Also ich frage mich auch, woran das liegt. Vor allen Dingen, weil dann kam auch die Meldung letztes Jahr, dass Link's Awakening das bestverkaufte Spiel in Europa ist. Wo ich mir auch dachte, okay, selbst Link's Awakening hat sich besser verkauft als Super Mario Maker 2. Ja. Krass. Ja, aber ist auch ein Zelda-Spiel, ne? Ja, aber Zelda ist nicht die große Marke. Ja, die laufen normalerweise nicht so gut, deswegen. Nee, also Zelda ist nicht die große. Also außer Breath of the Wild sind die Zelda-Spiele immer so, irgendwann haben sich dann hochgekrüppelt zu 8 bis 10 Millionen verkauften Spielen, aber halt auch nicht so, dass du sagst, okay, die rennen jetzt die Läden deswegen ein, ne? Ist ja auch ein bisschen überbewertet in letzter Zeit gewesen, Zelda. Das war aber schon immer so. Also Zelda war immer gut, klar, ne? Also bei den Kritikern gut, bei den Verkaufszahlen jetzt auch nicht schlecht. Aber gegen ein Mario-Spiel oder so ist es halt immer komplett abgeschissen. Ja. Also richtig krass abgeschissen. Ja. Also, Und dass Maker 2 sich so schlecht verkauft, da war auch kein Hype da so richtig. Das haben wir noch auf Twitch und so gemerkt. Ja, irgendwie nicht, ne? Der Hype ist da auch komplett ausgeblieben. Ich meine, mit Maker 1 wurden richtig viele Streamer zum Partner und so. Mhm. Ich glaube, mit Maker 2 keiner. Nicht, dass ich wüsste. Nee, ist halt wirklich. Das liegt. Aber Fun Fact ganz kurz. Einmal möchte ich mal was nebenbei reinwerfen. Es werden momentan keine GTA-Streamer mehr Partner. Warum? Keine GTA-Pele mehr, weil es zu viele gibt. Ist so. Echt?
Und wurde mir zumindest so erzählt. Ja, das war damals auch eine Regel tatsächlich. Also damals, als es noch nicht, wo es noch nicht dieses 75-Zuschauer-Ding gab, worüber alle heutzutage rumheulen, wo ich mir immer denke, warum heutzutage darüber, warum früher müsste man mindestens 200 durchschnittlich haben. Echt? Da wäre ich ja bis heute noch kein Partner, ey. Ja, ja, deswegen verstehe ich nicht, ne? Heutzutage heulen sie alle rum. Ich mir denke, ja, und damals mussten wir 200 haben und da hatte ich auch keiner. Da wurde nicht so viel rumgeheult wie heute. Mhm. So. Und da stand aber auch, es gibt Ausnahmen, wenn man zum Beispiel aus einem Bereich kommt, wo es, was sehr wenig gestreamt wird. Also da wollte Twitch schon so ein bisschen Abwechslung haben. Mhm. Und das wollen sie scheinbar heute auch noch, weil GTA-RP-Streamer gibt es halt wirklich wie Sand am Meer. Das ist wahr. Ja. Ne, im Grunde fast jeder Typ, der auf so einem Server ist, streamt das auch. Das merke ich ja bei einem Kollegenfilm, der macht halt so guten Content, hat teilweise immer 1000 Subs und so, ne? Ist einfach nur Affiliate und wird kein Partner, weil er GTA streamt. Das ist halt krass. Das ist heftig, ne? Aber bei Tim zum Beispiel, also bei Gute Laune Typ, haben sie jetzt auch abgelehnt. Angeblich zu wenig gestreamt, aber eigentlich streamt er öfter die Woche. Tja, da ist wohl die Laune nicht mehr so gut. Nee, aber da gibt es doch so eine Dings, wenn du das erreicht hast, dann kannst du dich doch bewerben und dann passt es doch. Ja, nee, hat er ja. Deswegen hat er ja auch das. Aber du wirst nicht instant angenommen, weil es gibt ja immer noch so Kriterien noch nebenbei. Ja, mich haben sie auch erst abgelehnt. War ja erst beim zweiten Echt? Mal. Ja, ja. Ja. Uns interessiert es nicht, Follow. Wir sind bereits Partner und interessiert es nicht mehr. Nee, ich kriege ja auch, also weiß ich nicht, ich habe ja auch meine Zahlen, ich mache eine Nische. Das sollte passen, oder? Ich wüsste jetzt nicht, warum er mich dann abnehmen sollte. Die werden nicht deine Partnerschaft weggenommen, alles gut. Nee, hatte ich auch jetzt eigentlich keine Angst. Nee. Also wie gesagt, Mario Maker 2 macht keine Partner, geht die IP auch nicht mehr. Zählen Sie bitte weiter. Ja. Tja, was machen wir denn jetzt? Was empfehle ich dann einem kleinen Streamer heutzutage? Sonic Adventures. Nein. Ja, bin ich wieder dran? Ja. Oh, du bist dran. Ich hab Sodbrennen, Alter. Sodbrennen? Schon wieder. Ja, seit Tagen. Ich wollte gerade was vorschlagen, aber ich glaube, das wäre zu obvious. Ich werf's einfach nebenbei rein. Animal Crossing. Ne? Das ist ja, denke ich mal, ganz klar. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich nehmen wollte. Animal Crossing? Ich gerade vergessen. Das ist aber, denke ich mal, zu obvious und so. Also, da gibt's natürlich andere Möglichkeiten. Was ich empfehlen kann, ist, wenn man das noch nicht gespielt hat, die Walking Dead-Reihe von Telltale. Da kann man sich ein bisschen reingucken, ein bisschen reinlesen. Das ist eine schöne Story. Mhm. Schöne Spiele. Muss man mögen, diese, so eine Point-and-Click-Adventures. Aber wenn man sowas mag und man hat die Walking Dead-Reihe noch nicht gespielt, kann ich nur sehr empfehlen. Grundsätzlich mag ich ja so Point-and-Click, ne? Aber mit Walking Dead konnte ich nie was anfangen irgendwie. Ich mag den Artstyle da nicht. Ja, das hat wieder einen Geschmack. Das sieht für mich so nach keinen Spaß aus. Ich muss halt sagen, ich habe das gespielt und ich bin verliebt, sowohl in Story 1, 2, 3 ist ja dann, ne, es ist ja immer dann auch abgekackt da, ne, mit allen drum und dran, so, was schade ist. Michonne konnte ich mich persönlich nicht so mit anfreunden, aber doch, ich muss sagen, hat mir sehr gefallen, das kann ich sehr empfehlen. Wenn man sowas mag, dann ist, glaube ich, The Walking Dead ein gutes Spiel, was man sich da reinpfeifen kann. Also generell kann ich die Spiele dieser Art sowieso empfehlen. Also ich habe sehr gerne, also Walking Dead muss ich noch nachholen, aber Life is Strange zum Beispiel habe ich gerne gespielt. Life is Strange ist auch sehr schön, ja. Ja, dann, wie heißen sie jetzt? Detroit Become Human, Heavy Rain, Beyond Two Souls, muss man wissen. Aber das ist jetzt... Beyond Two Souls habe ich nicht gesehen. Ja, ist ein bisschen, das ist ein bisschen schwächer von der Reihe. Aber Detroit Becomes Human, das wollte ich mal spielen. Das soll wohl ganz gut sein. Darüber reden immer alle schlecht. Über Detroit Become Human. Ne. Ja, da reden wir alle ganz schlecht. Ich höre immer rüber, dass die Leute das immer in den Himmel loben, wie sonst was. Ich finde das mega geil. Immer genau das Gegenteil. Mega geil. Ich höre auch immer nur, dass das war so gut, das ist so gut. Höre ich immer nur von allen Seiten. Ja. Mega geil. Okay. Bin ich auch der Meinung. Also ist ein. Muss ich das doch mal spielen. Hat tatsächlich Heavy Rain bei mir auch nochmal übertroffen. Aber es gibt ja einige von diesen Spielen und die kann man schon mal machen, weil das ist. Also viele sagen, nicht kein richtiges Spiel. Ja, aber. Ja, ich mochte Heavy Rain und Beyond Two Souls auch gerne. Ja, also, na, dann so zieh dir Detroit Become Human rein, ey. Sonst hast du was verpasst, Wollo. Ohne Scheiß. Okay. Also ich hab's ja gleich zur Release gespielt noch. Und hat ja so ziemlich das schlechteste Ende gehabt. Aber es war auf jeden Fall sehr geil. Soundtrack mega geil, die Storys richtig gut. Also kannst du nichts falsch machen. Die Grafik ist immer noch krass.
Also, und gibt ja mittlerweile auch schon für den PC. Ich denke mal, da bekommst du es über Umwege auch für ein paar Euro. Ich habe das hier liegen für PS4, noch eingeschweißt. Was? Ich habe das zum Release gekauft. Oh mein Gott. Hallo. Oh mein Gott. Aber irgendwas war, dass ich es nicht spielen konnte. Ich weiß nicht mehr was. Hättest du die PlayStation umklemmen müssen? Nein, ich war wahrscheinlich krank oder so zu der Zeit. Nee, also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Also Detroit, absolut, und Walking Dead will ich noch nachholen und was wir demnächst jetzt auch anfangen, aber privat ist Life is Strange 2. Da habe ich auch noch richtig Bock drauf. Mir gefallen einfach so eine Spiele. Das ist mal, ich werde ja alt, ja, und ich muss ja nicht die ganze Zeit Action und Feuerwerk und hast du nicht gesehen, da bin ich mittlerweile raus. Und da einfach mal so ein bisschen sich da so mal berieseln lassen und dann ein paar Entscheidungen treffen, die dann zwischendurch mal spannend sind, finde ich ganz cool. Dafür lohnen sich diese Spiele immer. Also Telltale ja generell, die machen ja fast, haben ja bis zuletzt nur so eine Spiele gemacht. Außer vielleicht mal zwischendurch so ein Sam & Max Adventure oder so. Und Quantic Dream ist die absolute Oberspitze bei sowas. Also gibt's auch mittlerweile für PC, wie gesagt, kann sich jeder, der einigermaßen vernünftigen PC hat, das muss keine High-End-Maschine sein, kann sich die auch holen. Ja. Genau. So, meine Lieben, der Nerdy ist wieder da. Na, wie hast du Internet jetzt? Ey, über mein iPhone Hotspot. Es, ich weiß nicht, war von einer Sekunde hier alles tot auf einmal. Und ich bin kein Kabelkunde. Also, weil bei Kabel weiß man ja, ne, unten Verteiler im Keller. Und dann, wenn der überlastet ist, hat einer noch ein Mbit-Upload oder so pro Haushalt. Aber ich habe eigentlich VDSL und jetzt war auf einmal von einer Sekunde auf die andere tot. Jetzt. Jetzt machst du mir Angst, ey. Ja. Ich verlasse mich halt auch hundertprozentig auf mein VDSL. Ja, ich plane ja heute auch noch einen Stream. Also ist jetzt nicht so. Ja, ja. Naja, mal schauen. Ich gucke mal. Ja. Schauen wir mal. Immer direkt anrufen, aber auf der anderen Seite, es bringt halt auch nie was. Nee. Dann landest du im Callcenter bei dem Typen, der sagt, ja, muss ich an die Technik weitergeben. Und nach 4 Tagen hörst du dann mit Glück mal irgendwas von der Technik. Bei 1&1 tatsächlich nicht, also Hashtag keine Werbung, aber da kann sich direkt einer im Support auch noch auf den Router schalten über ein geschlossenes Netzwerk, was denn wohl irgendwie... Als ob. Das geht bei uns scheinbar nicht mehr. Das war früher auch so. Ja. Mittlerweile heißt es immer nur, ja, gebe ich weiter. Ich glaube, das liegt auch daran, weil die Fritzboxen alle verwenden bei 1&1. Also, ich glaube, ich denke mal, die kriegen. Ich habe ja auch eine Fritzbox. Ach so. Das ist mir ja auch. Tja. Hm. Naja. Naja, ich habe schon wieder vergessen, welches Spiel du genommen hattest. Ich auch. Nee, ich hatte noch was Abschließendes zu Ricky. Detroit Become Human und so gesagt. Detroit Become Human und so, dass das so geil war und so. Und Ricky war eigentlich dran, nachdem ich ihm da ewig ins Wort gefallen bin. Und ja. Dann. Nee, ich hatte ja auch Walking Dead gesagt. Dann ist jetzt wieder Volo dran. Ich bin dran. Ja. Ich bin dran, genau. Soll ich das dann jetzt machen? Ja. Ja, mach doch. Jetzt, damit rechnet keiner. Und es ist halt auch brandaktuell. Aber es ist meiner Meinung nach eventuell das beste Spiel der Welt. Deswegen muss ich es jetzt einfach auch nennen. Und zwar Doom Eternal. Ja, ich weiß. Das ist jetzt kein Geheimtipp. Das haut jetzt keinen von den Socken. Aber es ist einfach das beste Spiel der Welt. Mein Gott, das ist so ein scheiß gutes Spiel. Du hast es doch auch schon gespielt. Wirst du auch der Meinung, das ist das beste Spiel der Welt? Ich finde, es macht es sehr gut mit dem Grind. Also, das, was wir ja vorhin schon besprochen haben, ewig an der Stelle sitzen. Genau. Und sich dann so nach und nach, gerade auf ultra brutal spiele ich das, ich auch. Sich so nach und nach eine Strategie auszumalen, wie du jetzt nochmal an diesen Levelabschnitt rangehst, um die Gegner möglichst effizient platt zu machen. Das finde ich sehr, sehr geil gemacht. Natürlich, das Shooter-Gameplay ist absolute Sahne. Ich meine, es ist von Bethesda und id Software. Wenn die sich nicht mit Shootern auskennen, wer dann? Und ja, das ist wirklich ein richtig gutes Spiel. Ich muss es allerdings auch noch weiterspielen. Also ich habe gerade mal den ersten Abschnitt durch. Oh. Ja, ich habe auch noch nicht viel geschafft. Was liegt daran, dass ich ewig lange für alles brauche. Aber sobald man dann irgendwas geschafft hat, Leute, das ist halt das Ding, man fühlt sich direkt wie so ein richtig krasser, mächtiger Mann. Ja. Und der Penis ist um jeden Fall um 5 cm gewachsen. Instant. Du hast sofort einen 5 cm größeren Penis und willst dann an die Frau. Das ist so, weil das einfach so ein gutes Gefühl gibt. Ja. Wahnsinn. Also macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ich würde es bloß,
also ohne Maus und Tastatur würde ich verzweifeln. Aber du spielst es ja auf der PlayStation. Das weißt du ja gar nicht. Du hast es ja wahrscheinlich noch nie ohne Maus und Tastatur gespielt. Ich habe schon bei einigen Streamern gesehen, dass sie das alle mit Maus und mit Controller spielen, genau wie ich. Das würde ich fast sagen, machen die meisten mittlerweile. Okay. Selbst Leute, die es auf dem PC spielen, habe ich gesehen, wie sie es mit Controller spielen. Okay, das ist Ketzerei. Nee, das haben die so gemacht. Und ich hab heute den letzten Boss gesehen. Ja. Mit Controller. Okay. Auf ultra brutal. Und ich habe mir gedacht, im Leben schaffe ich das nicht. Aber wer weiß, ne? Aber habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und ich kann euch auch sagen, Leute, wenn ihr, die meisten, die das jetzt hören, die kommen ja so ein bisschen aus dem Nintendo-Sektor und werden sich jetzt denken, Neo-Shooter, du bist bescheuert niemals. Habe ich ja auch immer gedacht. So, und ich bin ja auch überhaupt kein Freund von Ego-Shooter, aber bei Doom Eternal, Alter, es ist so nice einfach. Also ich habe als kleiner Bengel sehr oft Ego-Shooter gespielt. Ego-Shooter war sogar das Genre, mit dem ich erst aufgewachsen bin, nachdem ich, glaube ich, das erste Mal mit 11 oder 12 oder vielleicht sogar noch jünger Wolfenstein 3D in der Hand hatte. Und also ich bin damit aufgewachsen, bin dann aber irgendwann davon weggekommen tatsächlich, weil mich irgendwie alles nur gelangweilt hat, weil viele haben dann halt auch gesagt, ja, hier Wolfenstein, das neue, bla bla, voll der geile Shooter. Aber ich bin da nie reingekommen. Bei Doom Eternal ist es allerdings was anderes. Da werde ich langsam warm. Das Ding ist halt, die einzigen beiden Shooter, die ich wirklich gespielt habe damals, waren Unreal Tournament und Quake 3 Arena. Mhm. So. Und ich muss sagen, das Ding ist einfach, Quake 3 fand ich immer besser als Unreal Tournament. Ja. Und Doom Eternal hat so krasse Quake 3 Vibes. Das ist einfach geil, weil dieses System von diesem Arena-Shooter hast du da ja einfach auch komplett. Ja, das stimmt. Ne? Und das bockt mir einfach so richtig. Das ist krass. Ja. Genau meine Welt. Nicht viel rumsuchen, das hasse ich nämlich immer in diesen Shootern. Da verlaufe ich mich so schnell und dann habe ich keinen Bock mehr, da rumzusuchen. Ja, ja. Einfach zack, gib mir die Arena da, Action und am liebsten direkt in die nächste. Aber gut, das habe ich da jetzt nicht, aber das ist immer noch in Ordnung, im Rahmen. Kann man auf jeden Fall machen, das Spiel, finde ich auch. Ja, also, dann mache ich noch einen, ne? Bleiben wir gleich mal bei Shooter. Ich habe noch so viel mehr. Kannst du gleich noch ein bisschen honorable mention? Wie genau? Wir können ja noch ein paar so Nerdy? Ergänzungen reinschmeißen. Vielleicht so kurze Abenteuer oder so. Aber ich empfehle auf jeden Fall Counter-Strike Global Offensive. Also wenn du nichts mit deinem Leben vorhast und wahrscheinlich die nächsten Wochen auch nichts vorhaben wirst, dann arbeite dich da rein, weil Counter-Strike Global Offensive hat halt so dermaßen viele Facetten, wo du besser werden kannst und auch solltest. Und wenn du jemand bist, der grindet oder gerne sich reinarbeitet in was, dann auf jeden Fall dieses Spiel, weil du musst nicht nur irgendwie die Maps kennenlernen, sondern du musst halt auch besser werden einfach mit deinem Shooter-Skills. Weil Counter-Strike ist und war ja damals schon, wo es in der Originalversion rauskam, das erste, was so versucht hat, zumindest so eine Ballistik darzustellen. Die meisten Shooter waren halt einfach nur, ja, ich schieße auf die Figur, Figur fällt um, tot. Also das, was halt normale Shooter so machen. Bei Counter-Strike ist es halt so, dass du, solange, wenn du Dauerfeuer hältst und sowas alles, die Präzision deiner Treffer halt wesentlich weniger wird, musst halt lernen, mit den Waffen umgehen zu können. Und das ist zum Beispiel so eine Sache. Oder du kannst ja auch Taktiken auf Maps ausmalen oder so. Und du kannst es halt vor allem mit mehreren Leuten zusammenspielen, die ja jetzt alle gerade zu Hause sitzen. In den meisten Fällen zumindest. Ich war ja mein erster Tweet rausging, guck mal, ihr sitzt alle zu Hause, kommt mal bei mir in den Stream. Na, da habe ich aber eine Gegenwelle gekriegt, ey. So. Hast du? Dass die Leute immer bei dir direkt so sauer werden. Ja, genau, so dieses, nein, ich sitze nicht zu Hause. Und ich dachte, Entschuldigung. Das war jetzt so ein blöder Spruch, den ich rausgehauen habe. Ja, die immer so toxic, sind halt momentan viele, die zu Hause sitzen einfach. Das ist ja, halt die genau. Und wenn natürlich nicht alle. Ricky muss auch zum Bäckereifachverkäuferinnen-Job hin. Das ist klar, aber. Ne? Ja, aber das ist halt, jeder sollte doch noch den minimalen Schritt
weiterdenken können und sagen, ja, okay, viele sitzen jetzt halt zu Hause. So wie du es halt auch gerade gesagt hast, ne? Naja. Ja. Aber jedenfalls, aber jetzt sitzen ja auch noch mehr zu Hause. Das war noch zu der Zeit, wo Mediamarkt und sowas alles noch geöffnet war. Nein. Ah, okay. Na, das wäre noch mehr. Richtig, genau. Und da ist so sieht's halt aus. Auch mal wieder die Chance da, lasst mal das Homeoffice für 30% liegen, ne? Und dann könnt ihr euch da so ein bisschen reinarbeiten, ey. Ich, also mit Homeoffice ist, glaube ich, die Produktivität der Leute um 50% gesunken bestimmt. Aber ich denke, das ändert nicht viel. Das glaube ich auch nicht. Also am eigentlichen Leben. Also generell, wenn ich, bei meiner letzten Arbeitsstelle war es so, wenn ich da gesessen habe im Büro und ich war alleine da, habe ich erstmal ein Schläfchen gemacht. Kopf auf den Tisch, Augen zu, fertig. Dann hat das so zwischendurch das Telefon geklingelt, dann hast du so getan, als wärst du hellwach. Und hast dich weiter ausgeruht. Also, Ja, genau. So, mein Computer, nein, sind ja falsch, aufgelegt. Ja, hast du schon mal einen Ausschalten probiert? nee, aber ich glaube auch, ja, also ich glaube vor allem die Büroarbeitsplätze, seien wir da mal ehrlich, ne, wenn du einen Computer hast, der irgendwo hinten in der Ecke ist, wo keiner dir auf den Monitor glotzen kann, Alter, da ist aber so schwuppdiwupp noch andere Webseiten auf, als das, was du zum Arbeiten brauchst. Da hätte ich immer Angst, dass das irgendjemand überprüfen kann. Das findet man raus, Wollo. Wenn du nicht ganz unwissend bist in so Sachen, dann weißt du auch, ob das überprüft wird oder nicht. Also, ja, echt? Ja. Okay, sollte ich mal irgendwann nochmal so einen Bürojob bekommen, frage ich dich, wie ich das rausfinde. Ne? Als ob du einen Bürojob bekommst. Naja, also ich bekomme, wenn dann, also einen Job, wo ich körperlich arbeiten muss, kriege ich nie wieder. Das kann ich dir sagen, Ricky. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das wird nicht passieren. Ich glaube, wenn du arbeitest, dann kannst du sowieso eine Teilzeit arbeiten. Du bist ja, also. Pff. Ja, ja, ist so. Es tut mir ja leid. Ja, es ist auch, ne? So. Richtig. Es tut mir ja leid. Normalerweise solltest du jetzt auch schon Teilzeit arbeiten, Wollo. Ja. Ja, normalerweise sollte ich das auch. Aber pass auf, ich sag dir nur die Vorteile. Du brauchst ja eine Krankenkasse mehr bezahlen und du hast nebenbei noch Einkommen. Und Teilzeitjob ist nicht viel Stunden. Ja, ich muss auch erstmal einen kriegen. Ich habe doch schon letztens versucht einzugehen. Jetzt lass mich in Ruhe. Amazon stellt einen. Nee, aber nicht das, was ich suche. Ich suche Homeoffice. Ja, Amazon macht doch Homeoffice. Dann kriegst du einen Laptop zugeschickt. Dann musst du so. Ich hab's. Ich vertrau mir. Okay. Müssen wir das jetzt hier besprechen? Ich kann dir auch einen Bäcker nennen oder sowas. Bäcker mit Homeoffice? Für die Beschwerde-Hotline, die euch gegenüber? Mach ich wohl. Die Beschwerden nehme ich an. Da war wieder dieser dicke Mann mit Brille. Gibt Homeoffice-Jobs tatsächlich. Wieder aus Brötchen. Musst du zum Beispiel Spam-Mails und so einkategorisieren. Easy. Egal. Ne, 20 Stunden die Woche. Let's go. Ja, okay. Okay, kümmere ich mich dann morgen drum. Ja, heute nicht mehr. Ja. Am Sonntag. Nachher. Ich habe doch andere Sachen zu tun. Nee, halt, heute ist Freitag. Heute ist, ich weiß es heute nicht. Heute ist Samstag. Heute ist Samstag. Ich bin so raus, ne? Die Folge ist mal wieder die Patronen, mal wieder glühend heiß, wenn sie gleich da ist. Eieieiei. Da wird richtig rausgehauen. Aber habt ihr noch irgendwie so Ricky, komm, du sagst die ganze Zeit, ihr hält noch so viel ein. Jetzt sag auch raus. Komm. Mir nicht. Und zwar hätte ich zum Beispiel noch, was man spielen könnte, was es schon länger gibt, das Spiel, und ist auch jetzt nicht unbekannt, ne? Mhm. Es geht ja auch nicht darum, ob es unbekannt ist oder nicht. The Binding of Isaac kann ich nochmal empfehlen. Ist, glaube ich, ein Spiel, was man gerade, wenn man es nicht gespielt hat oder schon ewig nicht mehr gespielt hat, empfehlenswert ist. Stimmt. Ist ja auch so unendlicher Grind und alles zufallsgeneriert, ne? Richtig. Mhm. Dann Blobcat. Muss ich gar nicht empfehlen. Ist sowohl fürs Handy als auch für Steam da. Macht mir persönlich sehr viel Spaß, muss man mögen. Ist auch von. Das ist ja tatsächlich, da möchte ich mir ein bisschen was zu sagen, weil das ist mein Lieblingsthema auf der Welt. Und zwar ist das ja ein Spiel, das basiert auf Choo Choo Rocket, was ja damals ein Dreamcast-Spiel war. Ein exklusives von Sega. Mhm. Und es lag auch damals meiner Dreamcast tatsächlich bei, denn ich hatte das Internet-Bundle. Das war mit Choo Choo Rocket. Und Choo Choo Rocket war halt eins der Online-Spiele für die Dreamcast. Mhm. Und entsprechend haben wir natürlich auch ein bisschen Choo-Choo Rocket gespielt, aber es ist halt so ein Puzzle-Spiel, ne? Nicht so ganz meine Welt, aber wer es mag, für den ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Also auch Blobcat. Ja. Das ist schon wahr. Dann, aber Puzzle-Spiele so für mich selber. Dann This War Is Mine. Oh,
Habe ich auch gespielt. Sehr schönes Spiel. Ja. Ein sehr schönes Spiel, kann man auch sehr empfehlen für sowas. Generell Rollercoaster Tycoon, die ganzen Spiele. Sehr geil. Oder Planet Coaster. Oder Planet Coaster. Als moderne Variante, genau. Aber Planet Coaster und so, das ist aber mehr so, so das Aufbauding, ne? Da ist weniger der Wirtschaftsaspekt. Das ist mehr, oder? So Rollercoaster, genau. Das ist mehr so Rollercoaster. Ja, aber Rollercoaster ist hat das auch keinen großen wirtschaftlichen Aspekt? Doch, das ist nur wirtschaftlichen Aspekt. Genau. Ja, aber das hast du ja bei Planet Coaster nicht doch, wirklich, auch. Oder? Klar, du musst ja vorankommen, kannst deine Parkkarte weiterbauen. Ich habe das in Reviews immer gehört, dass Leute, die eher so ein Wirtschaftsspiel suchen, bei Planet Coaster halt komplett falsch wären. Ja, Planet Coaster hat das sehr eingedampft, glaube ich. Das macht nicht viel Unterschied, wie du da die Preise gestaltest und sowas alles. Aber ein Rollercoaster, also je nachdem, was man halt mehr mag, ne? Entweder man will da zugucken, zum Beispiel Jurassic World Evolution hat jetzt auch nicht so viel Wirtschaftsaspekt. Da geht es eher darum, die ganzen Gehege auszubauen und dass die Dinosaurier auch wirklich da drin bleiben. Ey, was habe ich gekotzt in den letzteren Leveln? Ey, wirklich, wie oft die ausgebrochen sind und so. Und aber da geht es halt auch nicht so sehr um den wirtschaftlichen Aspekt. Da hast du zwar auch eine Geldsumme, die du bekommst, aber das finde ich halt schade an diesen neueren Spielen. Ich mochte halt immer den Wirtschaftsaspekt davon mehr als den Park schön zu machen. Ich habe auch in Theme Park nie einen einzigen Baum oder so gepflanzt. Niemals! Das war einfach immer nur nackig und dann hin zu den Teilen, zu den Sachen. Und niemals habe ich da irgendwas an den Straßenrand gesetzt. Du willst aber auch die Leute leiden sehen, oder? Wieso die Leute leiden sehen? Das war mir halt egal. So grün? Keine Ahnung. Grün, hey, die sollen schön grau da verenden, ey. Richtig. Nein, aber das war halt für mich nicht Teil des Spiels. Keine Ahnung. Dann? Deswegen konnte ich auch damals nicht was mit Minecraft und so anfangen. Danke für schöne Spiele. Die Leute dann sagen, ja, das ist voll cool, da baut man hier was auf. Da war dann auch einer, mit dem ich dann was gemacht habe, so. Dann auch so, ja, guck mal hier, ich habe jetzt einen Minecraft-Server. Und dann zeigt er mir, lotst er mich da durch und zeigt mir die Gebäude da. Und ich frage ihn so, was kann man da jetzt machen? Ja, du kannst da reingehen und so. Und guck mal, wie schön die sind. Da denke ich mir aus, Alter, ist mir doch scheißegal. Was soll das denn? Das ist doch Blödsinn. Denkst kompletter du. Blödsinn. Mit sowas kann ich halt überhaupt nichts anfangen. Das ist einfach, das ist auch so der Grund, warum ich Animal Crossing gar nichts mit anfangen. Das ist ja auch nur so, guck mal hier, wie schön ich meine Blumen gepflanzt habe. Ja, das ist schön. Und jetzt? Das machen wir jetzt ja nichts. Gucken uns das an. Ja, schön. Ja. Also, dann haben wir dann noch, wie gesagt, ich habe viele Spiele, die ich hier tatsächlich... Das war der Rant. Muss so sein. Wenn man es auch noch nicht gespielt hat, auch wieder ein Spiel, was man eigentlich kennen sollte, aber wenn es man noch nicht kennt, Portal 1 und 2. Schönes Spiel. Auch so ein Puzzlespiel, was ich nicht mag. Ja, ich weiß. Dann, wenn man zum Beispiel mit Freunden, wenn man Freunde haben sollte... Habe ich nicht. Wenn man Freunde haben sollte... Das hat er nicht umsonst so gesagt. Dann kann ich zum Beispiel auch empfehlen, sowas wie Age of Empires, die Infinitive Edition oder Anno. Warum braucht man da denn Freunde? Weil es, finde ich, persönlich mit Freunden mehr Spaß macht. Natürlich kannst du es ohne spielen, aber es macht mit, finde ich, mehr Spaß. Ja. Farming Simulator ist auch sehr schön. Farming Simulator 19 hatte ich zuletzt gespielt. Muss man halt auch wieder mögen. Hm. Geht erst an Andreas, wenn man es noch nicht gespielt hat. Auch ein sehr schönes Spiel. Jetzt jedes Videospiel, das du gut findest, aufzählen. Alles, was ich empfehle für die Quarantäne. Für die Quarantäne ist auch gut. Und das letzte Spiel, was ich vorschlage für die Quarantäne, und ich glaube auch, dass eines meiner Lieblingsspiele, Euro Truck Simulator 2. Stillsteigendes. Ist ein schönes Spiel. Das sind alles so Spiele, wo ich mir denke, wenn ich die jetzt in der Quarantäne spielen müsste, wäre belastend. Belastende Quarantäne für mich. Dann, ja, wenn es jetzt noch um Lieblingsspiel geht, dann Days Gone, habt ihr auf jeden Fall lange genug zu tun mit und ist geil und guter Soundtrack und ja. Und GTA RP, macht einfach GTA RP. Wollo, komm, einer fällt dir auch noch ein. Keine Ahnung. Okay, jetzt habt ihr mich so durcheinander gebracht mit langweiliger Scheiße, dass ich, ja, stehst du für am Schlauch. Man könnte noch. Alles Mögliche. Wie wär's mit der Crash Bandicoot-Reihe? Wenn wir so ja, random Spiele rauskloppen. Stimmt. Ich wollte Crash Bandicoot und Spyro noch nachholen.
Das sind gute Spiele, Ricky. Definitiv. Auch die Remakes davon sind super gut. Ja. Teil 1 habe ich jetzt auch gerade bei Spyro. Hä? Hä? Was? Teil 1. Wolltest du die Let's Playen? Habe ich es gerade richtig gehört? Ich habe das eine von so Let's Played. Crash Bandicoot Was 1. Was hast du Let's Played? Crash Bandicoot 1. Wann hast du Crash Bandicoot 1 Let's Played? Von der Entrenched Trilogy? Echt? Ja. Nee. Doch. Komplett? Ja. Crash Bandicoot 1 komplett, ja. 100%? Nein. Aber halt, ne? Du hast Crash Bandicoot 1 durchgespielt? Ja. Halt nicht 100%, aber ja, ich hab's durchgespielt. Vor 2 Jahren, sehe ich gerade. Das glaube ich dir nicht. Doch. Ich habe, wie viele Parts habe ich gebraucht? Das ist doch viel zu schwer für dich. Ist eigentlich auf dem Pide-Bingo auch drauf, dass ihr über die Let's Plays von Ricky redet? Müsste eigentlich, ne? Hört drauf. Aber damit wir den Schein noch voll machen, ich habe wieder zugenommen. Aber das habe ich, glaube ich, letzten Podcast schon gesagt. Das haben wir in der exklusiven Folge schon besprochen, darüber dürfen wir nicht reden. Wer darüber mehr erfahren möchte, über Nerdys Gewicht, wer Nerdys aktuelle Zahlen haben will, und der unsere hat zu bezahlen. Und meine und die von Follow. Ich habe meine nicht preisgegeben. Ja. Meine stehen einfach nur fett. Ja. Oh, ich erinnere mich an Crash Bandicoot, da habe ich immer dann auch noch so vorgespult, weil ich einfach so schlecht war. Das ist auch teilweise einfach so einen ganzen Part eigentlich nur, wie ich so einen halben Part nur vorspule mit so einem Lied die ganze Zeit. Und ich mal so ganz so, immer so, oh Gott! So kann ich es mir auch gut vorstellen. Ah. Deswegen, ich meinte ja, das ist auch nicht so viel zu schwierig für dich. Nee, ich hab's komplett durch hier. Ich schicke die, die Playlist rein. Ist richtig schlecht. Ist richtig, wenn ich jetzt schon höre, ist richtig schlecht. Fand ich schön, aber richtig schlecht. Ja, natürlich ist das ein richtig schlechtes Let's Play, aber eventuell gucke ich da mal rein und da reden wir im nächsten Podcast drüber. Okay, bin ich gespannt. Wie schlecht es ist. Eieieiei. Ob ich es durchgestanden habe. Das hätten die ja schon angeteasert. Ja, ich weiß aber noch nicht, ob ich es wirklich mache. Das kann ich nicht versprechen. Das kann manchmal. Also wer schon mal ein richtig Let's Play gesehen hat, der weiß, das kann sehr hart sein. Ne? Also, ich weiß auch nicht, warum ich so schlecht darin bin. Furchtbar. Wenn ich da an meine körperlichen Grenzen gehen muss, dann lasse ich es. Ich weiß, es ist furchtbar. Obwohl, na gut, obwohl Super Mario Bros. 3 war mal ein gutes Let's Play. Freunde, aber ich denke, es ist jetzt an der Zeit. Es kann wahrscheinlich zu kurz sein, möchte ich nebenbei sagen, weil wir nicht genau wissen, wie geschnitten werden soll. Ja, das ist jetzt ausnahmsweise mal eine kürzere Folge, aber es ist auch schon spät und wir haben auch noch andere Dinge heute. Genau. Denn, Nerdy, ja. Bist du bereit? Denn es ist Zeit. Ladies and Gentlemen! Der Woche. Ich? Das war dir nicht bewusst, ne? Überhaupt nicht. Das habe ich mir gedacht. Du bist der Gast und dein Gast muss immer den Witz der Woche erzählen. Alter, das wusste ich in der letzten Folge auch nicht. Das war ja einfach Bescheid sagen. Ist ja scheißegal. Oh mein Gott. Du musst den Witz der Woche erzählen. Hau einen guten Witz raus. Googelt schnell die besten Witze, habe ich letztes Mal. Moment. Sonst habe ich auch zur Not auch noch einen. Oder zur Not kannst du auch, zur Not kannst du auch schneiden. So, warte mal. Nee, wir warten jetzt. Oh nein, bitte. Der Druck, oh ja, Ende. Oh mein Gott, wirklich, ich bin jetzt so völlig überfordert. Also jetzt geht die Folge noch 10 Minuten. Oh mein Gott. Please hold the line. Der nächste freie Witz ist sofort für Sie bereit. Okay. Wie nennt man ein verschwundenes Rindtier? Weiß ich nicht. Oxford. So. Alter, da muss ich jetzt wieder viel zu lange überlegen. Was stimmt mit mir nicht? Ochse, Ford, ach komm. Ja, das habe ich schon verstanden jetzt im Nachhinein. Aber dafür musste ich zu lange überlegen. Da trinke ich schon 2 Sekunden über. Alter, da musste ich jetzt aber schon wieder ein bisschen schwitzen. Ne? Alter, das kannst du doch nicht machen. Völlig ohne Vorbereitung. Ich hätte mich Stunden hingesetzt, um da was Gutes. Ja. Ja, war doch geil. Gutes Ende. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss.